Oh, Line of Fire. Jawohl. So, jetzt aber. 5 Schadenspunkte, super. Okay, jetzt ist er tot. Und dann stelle ich mal wieder auf Autoschuss, Schnellschuss. Oh, der braucht noch ein wenig Versorgung. So, das ist leer. Aber da haben wir ja noch eins. Okay. Und pack mal den hin. Ah ja, da ist gasfreie Zone. Oh, das ist sogar noch volles Medkit. Ah ja, genau, der hat ja Granaten geschmissen. Das sehe ich noch die Hand frei. Da ist anscheinend nichts. Okay, das ist da unten links. Und da haben wir wieder was. Da. Nochmal. Frauen an der Waffe und so. Da muss halt wieder der Kerl ran. Okay. Ein Phantom. Den haben wir weggegast. Okay, der hat noch volle Actionpunkte. Okay, den schicken wir mal noch links. Dann drücken wir mal auf End of Turn. Oh, das war's. Oh, das war ein sehr guter Einsatz. 3 Verwundete. 1 Death Sergeant haben wir dazu bekommen. 1 Sergeant und ein Cobalt First Class. Jawohl. Und 400.000 Reward und 180.000 fürs Bounty, fürs Alien töten. So, skip mal dem. Ich würde mal sagen, Vitality. Agility, Bravery gegen Xi-Attacken, Shooting, Reaction, den geben wir Vitality, Agility, Bravery. Oh, das war wahrscheinlich noch ein Azubi, 25 Punkte. Dann mache ich mal 5 Agility, Bravery auch direkt mal 4, Shooting mal 8. Reaction Mods 1 und noch Vitality. Oh, auch so ein Azubi, da mache ich mal Vitality gleich mal 10. Bravery 5, Shooting 5. Okay, da haben wir wieder ein Land befreit. Ist da noch irgendwo eine Alien Base? Ne, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles wieder sauber gemacht. Weil Ordnung muss sein, ich mache mal einen Zwischenspeicher. Wir werden alle sterben. Vielleicht doch nicht. Ich glaube, da mache ich mal einen neuen Spielstand. Wir werden alle sterben. Vielleicht doch nicht. Sieht. Ja. Doch. Nicht so scheiße. Sieht ja doch nicht so scheiße aus. Und wenn sich einer wundert, warum ich so komisch tippe oder so langsam, ich habe meine Tastatur gerade links vom Mikrofon stehen. Das heißt, ich muss mich da ein wenig verdrehen, wenn ich da was tippe.
Weil ich brauche ja hier zum Spielen eigentlich nur die Cursor-Tasten zum Scrollen. Deswegen steht die aber ein weiter weg, die Tastatur. Genau, dann lass mal. Schauen wir mal, was das Schiff zurückkommt. Ein Battleship. So, schicken wir erstmal die vor und dann schicken wir noch die Abfangjäger hinterher, weil die halten nicht so viel aus. So, schicken wir gleich in den Nahkampf. Research of Spaceship Alloys wurde fertiggestellt. You can research Desert Tortoise Personal Armor Check 1 Interceptor. Geil, neues Raumschiff und eine neue Personal Armor. Ich glaub's nicht. Ah. Natürlich erstmal die Personal Armor. Geil. Vielleicht ist es ja endlich die Armor, wo ich so lange drauf warte. Wo ist die Personal Armor? Das ist der Interceptor. Ich will, da die Desert Tortoise. Start und das neue Raumschiff erforschen wir natürlich auch gleich. Check 1 Interceptor. Was erforschen wir da? Schiffrakete? Inquisitor. Personal Armor. Das ist jetzt erstmal wichtig, ja? Erstmal die Personal Armor, dann das Schiff und dann machen wir den Rest weiter. Mal ins Lager gucken. Kann ich wieder irgendwas verkaufen? Nö. Aber mal da gucken. Haben wir da irgendwelchen Schrott? Nö. Nö, nix. Nix da. Okay, du gehst mal zurück. Und das haben wir zerstört, jawohl. Battlecruiser. Schon wieder. Aber das Schiff ist noch verletzt. Das Schiff. Oh, da sind mal zwei verletzte Schiffe. Naja, mal gucken, vielleicht können wir dem wenigstens wegen Angst einjagen. Den schicke ich mal sicherheitshalber zurück. Oh, der fliegt schon von selber zurück. Oh, die haben alle keinen Sprit mehr. Dann fliegst du mal auch zurück. So, der andere ist, glaube ich, wieder bereit. Genau. Haha, abgeschossen. So. Den Intercept mal gleich. Oh, wir haben noch. Oh, wir haben eine zweite Waffe davon. Eine Desert Viper Armor. Moment mal. Moment mal. Ist was. Der eigentlich so eine gute Rüstung, der hat auch noch gar nicht so einen hohen Rang. Das machen wir gleich mal anders. Moriarty. Auch die hat doch schon einen sehr hohen Rang. Ich glaube, das ist sogar Death Sergeant. Der gibt mal gleich die gute Rüstung. Die gute Waffe. Wie viel Munition hat die? 30? Okay, das soll eigentlich reichen. Okay, das passt, das passt. Passt, 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 passt. Hospital, Hospital. Oh, da haben wir viele Verletzte. Oh, die sind alle verletzt. Wenn wir einen Soldaten zurücklassen, können wir den scheiß Roboter wieder mitnehmen. Okay.
Dann bleibst du mal on base. Und dann nehmen wir wieder mal die Krücke mit. Okay, und dann muss ich gleich mal wieder mal ein paar Azubis anheuern. Ich hoffe mal, es geht. Hire Soldier. No soldiers more can be hired. Super. Super. So, mal Speicher. Man weiß ja nie. Natürlich will ich... Nein, scheiße. Jetzt habe ich Return to Base geklickt. Ah, ich Idiot. Und gleich wieder umdrehen. Production of Particle Cannon wurde fertiggestellt. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich den Night Wolf fertigstelle. Oh, der braucht nur noch einen Tag. Particle Rifle Ammo. Könnte ich, glaube ich, mal die Munitionsproduktion erhöhen. Aha. Okay, von der Rüstung brauche ich, glaube ich, keine mehr, weil ich bekomme jetzt eine neue. Dann mache ich mal Cancel Production. Wir forschen ja eh gerade eine neue Rüstung. EEW-Schilder, da könnte ich eigentlich mal noch ein paar Techniker hinschicken. Personal Schild. Imperator Launcher. Da tue ich auch mal ein paar Techniker eigentlich hin. Oh, da kommen jetzt die Sachen für das Schiff bauen. Loading and Storage. Disruption Point. Ja, dann fange ich damit auch schon mal an. Dann mache ich da 4 weg. Ja, 5 Tage ist in Ordnung. Dann gucken wir mal. Da brauchen wir alle Bauteile, damit wir dann zum Endkampf fliegen können. Naja, wird sicher interesting. Möchten Sie mit der Mission beginnen? Natürlich. Gott, was ich hier mal versauf, wenn ich hier aufnehme. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, aber... Naja, aber lieber viel Sau statt einen trockenen Mund. Das ist schon ein angenehmer. Oh je, der Kugelfang ist ganz vorne. Oh je, oh je. Ich warte mal kurz, bis die Karte da fertig gescannt ist. Dass ich weiß, wo ich genau bin. Oh ja, ich bin oben links in der Ecke, okay. Alles klärchen. Der geht aber ab. Ja. Okay. Okay, da haben wir die Flammenwerfer-Action. Schluck auf, Gesundheit. So, da hinten gucken wir auch mal, weil da sind öfters auch mal noch welche. Oh, Schnellschuss einstellen, schnell, schnell den Schnellschuss einstellen. So, haha. Ich schaue übrigens gerade ein Let's Play. Oh, wie verwunderlich. Ich schaue auch Let's Plays natürlich. Sogar ganz viele. Im Moment schaue ich Wii U Let's Plays. Ganz lustig. Zombie U. Das ist ein ganz lustiges Spiel. Also ich würde es nicht spielen, aber zum Zuschauen ist halt sehr lustig.